Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spectre of Light, der epischen Adventurecraft Map. Ach klar, jetzt kriege ich noch ein rotes Elixier. Aber man kriegt ja meistens in den Dungeons 1. Und jetzt haben wir 4 rote Elixiere, also ich glaube damit schaffen wir doch den Boss, oder? Mal schauen. Und ein Herzteil gibt es eigentlich auch mal in den Dungeons, das hätte ich auch noch ganz gerne. Finde ich ganz cool, ich mag das, wenn es in den Dungeons jeweils einen Herzteil zu finden gibt. Weil irgendwie bei Zelda war das auch so, zumindest bei TP, und ich fand das war sehr cool. So, was haben wir jetzt hier wieder für einen Spaß? So, irgendwie in der Wahrheit traue ich mich nicht, bevor Adventurecraft wieder abstürzt, da habe ich mich gar keinen Bock drauf. Was ist das denn hier? Müssen die Ventilatoren dazu offen sein? Also das ist ein Vierersprung oder Fünfer oder so, das schafft man auf gar keinen Fall. Nee, also irgendwie in der Wahrheit kann nicht sein, weil man kann ja diesen Dungeon auch zuerst machen. Deswegen mache ich das mal weg. Und mach, was weiß ich, irgendwas anderes runter. Die Pfeile nämlich, die bringen uns richtig viel. Okay, vielleicht kommen wir auch einfach noch nicht weiter. Wir haben ja genug andere Sachen, die wir austesten können. Das würde ich auch mal vorschlagen. Wir hatten nämlich noch diesen einen anderen Krankenraum da. Ach komm, der letzte Sprung natürlich. Na klar. Wie soll's denn das sein? Ja, das hat uns nicht so viel gebracht hier leider. Und drüber. Und da. Sehr gut. Okay, da ist der Boss. Okay, genau das hier hatten wir nämlich noch. Was ist denn hier los? Hä? Da ist eine unsichtbare Wand. Da auch. Ah, ich check's. Das ist eine coole Idee. Das ist so gespiegelt. Also wir sehen quasi hier, wo der andere Block ist. Das heißt, der müsste jetzt da irgendwo sein, ne? Ja. Das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Oh, aber schwierig. Aber sehr cool, die Idee. Sehr cool. Ah, das ist direkt hier dran, ne? So, das ist dann jetzt nicht viel entfernt. Oh, scheiße, Mann. Das ist ja richtig krank. Aber die Idee ist natürlich gut, ne? Boah. Sehr cool. So, was ist jetzt los? Ja, klar, da ist ein so Mini-Pimmel oder was. Warte mal, wo ist denn der? Das Ding ist 3 weg, das heißt, es ist 4 entfernt. Da komme ich doch gar nicht hin. WTF? Achso, doch, 1, 2, das müsste jetzt da irgendwo. Oh Gott, das ist ja richtig krass. Müsste da sein. Ja, Mann! Sehr gut. Oh, komm, wetten nicht fair jetzt. Nein, sogar nicht. Oh, das wäre auch lame gewesen, ehrlich gesagt. So, das ist jetzt 2 entfernt. Also, eigentlich müsste es jetzt direkt vor uns sein. Ja, sehr gut. Wow, cool. Sehr schwierig. Noch ein Schlüssel. Die Schlüssel, die mir im letzten Dungeon gefehlt haben am Schluss, die kriegen wir hier mehr irgendwie. Sehr gut. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wo das Herzteil ist, oder? Wartet mal. Weil da hat sie nämlich so Lianen, die hat sie auch nicht. Aber man kann da, glaube ich, nirgendwo hoch, ne? Doch, man kann da hoch. Okay, da ist das Herzteil. Ich hole mir das Herzteil jetzt. Leider habe ich das ein bisschen spät gesehen, deswegen müssen wir jetzt hier nochmal spielen. Mit dem Crap hier. Aber das macht nichts, das war nicht so schwer. So, wo geht's denn jetzt zu Liane? Ja, klar. Na klar. Noch komplizierter geht's nicht, oder? Oh, so, jetzt haben wir das nochmal. Ich glaube, man kann da nämlich von hier aus ganz leicht hin. Boah, das ist aber schon schwer. Nee, ich glaube, da ist nichts. Ich dachte, ich habe da gerade eine Öffnung gesehen, aber das schafft man ja gar nicht. Nee, da ist nichts. Okay. Aber wäre ein cooles Versteck gewesen, so zu machen, oder? Also ich hätte es episch gefunden, aber kann natürlich auch sein, dass es noch anders fies versteckt hat. Dun, 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 dun. So, jetzt haben wir 2 Keys, mit denen können wir irgendwas anfangen. Und genau, wir haben noch diesen einen Raum, wo wir nicht weiterkamen. Also das müssen wir jetzt auch im Hinterkopf behalten, nicht, dass wir das vergessen. Und dann uns wieder tot suchen, das wäre ärgerlich. Also ich weiß, wo wir einen Key einsetzen können. Und zwar ganz am Anfang gab es noch einen Weg. Den würde ich jetzt auch ganz gerne auschecken. Habe ich den Timer eigentlich gestartet? Nicht, dass es wie letztes Mal wieder so katastrophenmäßig zugeht, was die Zeit angeht. Nein, natürlich nicht. Ich bin so ein Depp, ne? So, 5 Minuten ziehe ich jetzt aber ab.
Das hat bestimmt 5 Minuten gedauert. Also. Wenn ich den gleichen Fehler zweimal nacheinander mache. Na klar. Oh, boah, ich dachte, ich fallen die Dinger da. Gut. So, jetzt sind wir zurück hier. Ah, hier war auch noch ein Weg. Dann habe ich jetzt den doch beide Wege im Kopf. Aha. Ah, das ist wieder so ein Zeitspielchen, oder was? Oder kann ich noch einen Leviathan drauf? Nee. Boah, dieser Leviathan-Dings ist voll der Shit, ey. Das bringt gar nichts. So, das ist ja... Ey, zählt das als Entity? Nee. Irgendwie muss man das in so einem Bogen machen, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung warum. Aber das zählt eh nicht. Nee. Ja, cool, jetzt habe ich den Schlüssel verbraucht und das hat gar nichts gebracht, oder was? Oder bin ich dann nur zu langsam? Nee, hä? Ach, das ist eine Platte, jetzt sehe ich das erst. Oh, ja klar, also der Garnet übertreibt aber auch. Müsste Angel das Dungeon-Item sein. Also die Angel mag der echt gerne, ne? Ja, das war's. Boah, fies, 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 muss erst mal sehen. Aber sehr coole Idee. Oh, jetzt kommt Kampf gegen Wölfchen, aber es sind die schwachen Wölfe. Ne, der eine war schwach, der andere ist stark. Ach du Scheiße. Ah! Fuck, 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 fuck. Wo ist das Platz? Wo ist der Wolf? Warum lägt's? Ah! Komm, Wölfchen, jetzt sterb mal. Boah, die sind so krass. Oh, meine Güte, ey. Zieh mir halt noch mehr Leben ab. So, wo ist das jetzt? Keine Ahnung, ey. Ich blicke hier gar nichts mehr durch. Keinen Plan, Mann. Hier irgendwo, oder? Also da vorne war der andere Weg. Ja, den würde ich jetzt aber erstmal auslassen. Weil wir erstmal den anderen Weg abchecken sollten, bevor ich das vergesse, wo das ist. Und dass wir das überhaupt haben. Und den Schlüssel vergesse ich eh nicht, denke ich mal. Außer natürlich, das ist jetzt... Ach, vielleicht machen wir es doch anders. Ich dachte, das schneit da, oder ist das nur das Ding? Machen wir es doch vielleicht kurz anders, weil vielleicht ist es auch hinter dem Schlüssel, wo wir jetzt was geöffnet haben. Das kann natürlich sehr gut sein. Und deswegen gehen wir vielleicht doch mal zuerst hier hin. Bevor ich jetzt hier mal hin und her laufe. Ja, ich glaube, das war wirklich da. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Du bist fies. Oh, Alter, der schreckt mich immer so. Diese fiesen Armorritter. Oh nein, nicht Wölfchen, nicht Wölfchen. Ich hasse euch. Bitte sei nicht... Doch, das ist wieder so ein Overpowerter. Ach du Kacke. Und auch noch so ein anderer Spinner. Ja, jetzt sterbe ich. Jetzt gehe ich drauf. Oh, aber die sind blind. Na, oder auch nicht. Also wenn einer von beiden weg ist, dann geht's. Ja, aber der Wolf ist immer... Also der Wolf ist immer scheiße. Aber... Zumindest alleine kann man ihn besser besiegen. Mit dem Dekoblatt immer wegschubsen und so, das ist eigentlich eine ganz gute Taktik. Oh Mann. Aber ich finde, der andere Trottel da auch noch da ist. Komm jetzt. Der ist jetzt gleich tot. Ah, der Wolf ist wieder da. Aber der hat so eine hohe Reichweite, wenn man einen sieht. Das ist echt fies. Nein. Nice. Okay, der ist down. Und der andere Spinner, den besiege ich jetzt auch noch. Vielleicht gibt er ein Herz. Ja, gibt er tatsächlich. Sehr gut. Nö. Also die Gegner hier sind schon ziemlich stark in den Dungeon. Also wenn man den als erstes macht, dann bist du echt... Ja, ich will nicht sagen down, aber auf jeden Fall hast du danach nicht den leichtesten Dungeon als erstes gemacht. Okay, das ist die Küche hier, oder was? Man, das ist ja eigentlich so ein altes verlassenes Haus, ne? So TP-mäßig. Also kann schon sein, dass das die Küche ist hier. So, jetzt bin ich wieder full live. Auch geil. Bisher bin ich noch gar nicht Game Over gegangen in den Dungeon, oder? Ich meine, ich sollte mich nicht zu früh freuen. Das ändert sich bestimmt gleich. Aber aktuell ist die Bilanz noch gut. So, was geht jetzt hier los? Ah, okay. Jetzt öffnet sich das Ding im Hauptraum. Und das hier öffnet sich auch. Ah, ist vielleicht sogar der gleiche Raum. Nur, dass wir von zwei verschiedenen Seiten kommen können. Schätze ich mal. Vielleicht hat es aber auch beides geöffnet. Lass mal schauen. Ja doch, das ist der gleiche Raum. Ach du Kacke, Zwischenboss.
Und zwar mit meinen Lieblingsgegnern. Obwohl, die gehen ja, die gehen ja, die gehen ja. Aber ich bin voll geheilt, das sollte man schaffen. Ah, ich sehe überhaupt nichts, aber irgendwie machen wir keinen Schaden, wenn ich gestunt bin, also. Ja, verheißt mich ruhig, Freunde. Ist okay. Okay, einer ist tot. Lel. Ja, okay. Du bist gar kein Problem. Ich hoffe nur keine Wölfe. Keine Wölfe, bitte. Oh, zum Glück. Zum Glück, ey. So, jetzt ist da. Ah ja, okay, ich weiß, was aufgegangen ist. Was gibt's? Dungeon-Item? Nein, was? 10 Bomben? Was ist das für ein Crap? Okay, was vielleicht doch kein Zwischenboss. So, hier ist bestimmt ein Secret. Machen wir weg den Schmarrn da. Ah ja, ja, ja. Okay, sehr geil. Da haben wir hier das Herzteil von den Dungeon auch schon bekommen. Also ich fand ja meine Versteckmöglichkeit geiler mit Indianen. Aber wenn der Granon meint, dann muss es da verstecken. Das ist natürlich seine Entscheidung als Ersteller. So. Aber da unten müssen wir jetzt eigentlich das Dungeon-Item kriegen, oder? Weil jetzt haben wir ja langsam alles gesehen hier. Also eigentlich muss jetzt hier das Dungeon-Item kommen. Oh ja. Skelettriese, der... Wow, what the fuck? Der vollkommen gestörte, ich merke schon. Ja, verpiss dich, Junge. Okay, Dekublatt, Dekublatt. Reinschubsen, Typ. Hä? Das macht ihm Schaden? Wie geil. Warte mal. Ich besiege den einfach so. Ist doch geil. Ach, weil er sich selber abschießt, glaube ich. Ah, lol. Okay, das ist natürlich nice. Ich glaube, das zieht uns zwar nicht so viel ab, aber... Warte. Ich kann auch kurz Stacheln aufmachen. Also, wenn ich in die Stacheln locken könnte, wäre es natürlich sehr episch. Aber macht Schaden, der Typ, Mann. Wie trifft er mich denn? Ich habe doch mein Schild draußen. Aber egal, vielleicht besiegen wir ihn so. Das wäre natürlich episch. Aber vielleicht macht doch der Leviathanhammer Schaden. Ich glaube, ich muss ein bisschen defensiver spielen. Ich bin fast down. Ja, ich besiege den jetzt so. Ist mir wurscht. Wahrscheinlich ist er mal eine eigentlich. Ich glaube, eigentlich ist es richtig schwierig, den zu besiegen. Aber so geht's natürlich. Komm, kratz mal ab, Mann. Coole Musik übrigens. Keine Ahnung, woher die ist. Aus dem Zelda, glaube ich nicht. Ja, cool. Hallo? Hallo? Jetzt wieder. Irgendwie hat er gerade keinen Schaden bekommen. Warte mal. Bleibst du da stehen? Ey, du Cheater! Hey! So haben wir aber nicht gewettet, Freundchen. Haut dir einfach ab, ich glaube, ich spinne. Aber die Methode braucht ein bisschen lange, ne? Aber wenn er am Ende trotzdem stirbt, ich glaube, langsam müsste er mal drauf gehen. Ich meine, die Bosse hier oder Zwischenbosse oder was auch immer der ist, haben immer übelst viele Leben. Ja, raste halt aus. Ein ekliger Bossgegner. Oh oh. Scheiße, wartet mal. Ich werde auch mal meinen Rubinentrank nehmen. Nee, Rubinentrank, was aber ich Herztrank. So. Weil kein Bock, den nochmal von vorne zu besiegen. Da sind wir, glaube ich, schon ganz relativ weit. So, warte mal. Vielleicht tut auch eine Bombe übrigens. Ich probiere es mal. Bam, Alter. Was? Macht keinen Schaden. Okay, krass. Also Bomben jucken den anscheinend auch nicht. Wieso macht der denn keinen Schaden mehr jetzt hier? Komm jetzt. Junge. Doch müssen wir ihn in so eine Ecke locken. Okay, aus einem Grund, der mir unerklärt ist, kriegt er keinen Schaden mehr. Egal. Wir machen das jetzt halt an, so wie es gedacht ist. Aber doch, jetzt kriegt er wieder Schaden. Das ist irgendwie komisch.
Das trinkt er wieder Schaden. Sterb doch endlich, Mann, du blödes Arschloch. So, jetzt musst du doch mal sterben, Mensch. Klar, die Stacheln machen halt viel mehr Schaden, ist mir schon bewusst. Jetzt komm, rein mit dir. Ja, Mann, ja, ich kann's down, ist down. Okay, cooler Boss. Also, das Prinzip war, glaube ich, ganz nice. Ja, das war Zwischenboss. Jetzt haben wir das Dungeon-Item, den Enterhaken. Sehr episch. Und damit können wir jetzt nämlich weitermachen. Ja, also, ich habe ein bisschen Lel besiegt. Ganz nice. Ja, cool. Ein sehr cooler Zwischenboss. Hat mir sehr gut gefallen, der Typ. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich hier weiter, oder? Oh nein, jetzt wollen wir jetzt... Ah ne, ich bin hier nicht gestorben. Immer noch kein Game Over, ja? Trotz Zwischenboss. Klar, ich hab den Herzenstrank verwendet, aber... Ich meine, wenn ich mir die Dinger schon kaufe für ein... Scheiß Geld, dann... Kann ich die auch benutzen, oder? Ich meine, das ist ja wirklich nur fair. So, genau, mit dem Enterhaken können wir jetzt halt überall an diese Enterhakenpunkte, also an die Dinger da... uns festballern. Oh oh. Ah, aber warte, doch, das klappt trotzdem. Ja. Okay, ich muss noch kurz meine Items ein bisschen anders ordnen dann. Enterhaken, das Leviathan, Müll kann weg. So. Wo bin ich? Okay. Vielleicht sollen wir auch zuerst da hoch, kann natürlich auch sein. Nicht die Abkürzung nehmen. Die geht aber auch eigentlich. Ah, das ist ja cool. Auch eine sehr geile Idee, dass wir müssen jetzt quasi immer warten, bis der Ventilator weg ist. Ja, das ist egal. Aber genau, damit der Enterhaken nicht weggeschubst wird. Sehr coole Idee, also... Ich muss sagen, die Ideen in dem Dungeon gefallen mir bisher fast am besten. Können wir schon direkt dahin? Ich glaube schon. Kurz warten, bis der Crab weg ist. Jetzt. Nein, wir sind zu früh. Jetzt. Ah, nicht schielen. Komm. Jetzt. It. Na, genauso gebaut, dass es nicht geht natürlich. Ah, aber man muss da... Oh, das ist ja auch gemein. Da muss man auch noch richtig timen. Dass dann das Ding richtig wegschlägt. Sehr gemein. Und wenn man da nämlich nicht aufpasst, dann... kommt man da gar nicht rüber. Und mal wieder einen großen Key. Also wir machen alles richtig bisher, ne? Ich gehe immer zuerst an die richtigen Orte, wo die Keys sind. Eigentlich ist immer genau umgekehrt. Sehr nice. So, aber das heißt, wir haben jetzt eigentlich wieder nur eine Stelle, wo wir hingehen können, oder? Und zwar ganz nach oben. Da war auch noch eine Stelle für den... nicht Leviathan-Hammer. Oh, jetzt können wir hier abkürzen. Nice. Epic. Genau das hier meine ich. Und da kommen wir nämlich noch ins Obergeschoss. Und ich schätze mal, da wird es nochmal ganz schön abgehen. Oh, oh. Alter. Genau, jetzt kommen wir nämlich da überall hin. Das ist sehr geil. So, mal schauen, wie wir das am besten machen, dass wir da nicht irgendwie runterfliegen sofort. So, von der Seite ist es, glaube ich, gar nicht schlecht. Oh, die Maus, ne? Die hängt immer so rum. Was? Geht nicht? Doch, komm. Hä? Was ist das für ein Ding? Komm, jetzt mach hier. Oh, die Maus ist so kacke, Mann. Das hängt immer rum. Das ist so nervig. Hier, ich kann das nicht um so einen Millimeter bewegen. Warum nicht? Komm, mach jetzt. Oh, das ist so nervig mit dieser kacken Maus, ey. Ich reiß sie gleich raus aus dem... Kack-PC. Kotzt so an, wirklich. Ja, vielleicht musst du das von hier machen. Ja, von hier aus klappt's. Ja, war doch klar, dass da wieder so ein paar Lappen kommen. Mich langweilen wollen. Ja, aber nichts ist hier. Komm, fall ins Loch rein. Blöder Spinner. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, was ist jetzt hier? Oh, jetzt kommen hier die kranken Jump'n'Runs, ich merke schon. Also, oder Peaks and Runs, keine Ahnung, wie man das nennt. Weg. Oh! Die erschreckt mich immer so, die Viecher. Oh nein, nicht noch einer von denen. Obwohl, die geben Herzen. Komm. Die haben so eine Leviathan-Axt, ne? Sieht man. Oh, vielleicht kann ich ihn ins Loch schubsen. Na, verkackt. Also es wird, glaube ich, schon geklappt, aber ich habe es nicht hinbekommen.
So, jetzt komm. Ja, sehr gut. Kein Herz, schade. Hat sich nicht mal gelohnt. Und ja, ich hatte recht, hier oben geht es nochmal ganz schön ab. Aber was anderes habe ich auch echt nicht erwartet. Jetzt erschrecke ich mich bestimmt gleich wieder. Weil es ist auch mal so mega laut. Ja, ja. So, was ist hier? Der Balkon. Hübsch. Das sieht irgendwie komisch aus, die Textur, aber... auch ganz nice. So. Es geht noch ganz schön weit nach oben. Ja, wo gehen wir mal zuerst hin? Keine Ahnung. Das sieht irgendwie zu leicht aus. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas, oder? Was? Gegner, oder? Ja, war klar. War absolut klar. Okay, schön nacheinander besiegen. Jetzt durch. Habe ich den getriggert? Nein, sehr gut, sehr gut. Dann lasse ich den da mal in Ruhe. Da ist mir mal wurscht. Habe ich 1000 Rubine? Nee. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Was soll die Scheiße? Brauchst du einen zweiten Slot? Ja, okay. Das Skript ist so geschrieben, dass es dann einen zweiten Slot braucht. Den kriegt es dann natürlich, weil irgendwelche komischen Bilder brauche ich natürlich nicht im Inventar. Das Bild ist irgendwie lustig, ne? Das sieht irgendwie krass aus. So. Jetzt noch nach da hinten, aber ich sehe schon wieder, die Maus hängt und ich werde hier schon wieder weggeschubst. Ja, genau. Ja, der tötet mich. Oh. Immer noch kein Death. Aber ich fürchte, bald kommt er. Wir haben so wenig Leben hier. Ah ja, ich sehe gerade, der Part ist so gut vorbei. Ja, ich glaube, wir haben einiges geschafft hier. Ich mag den Dungeon. Würde mich auch freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet hier, denn ich hoffe, dass ihr den Dungeon genauso mögt wie ich, aber ich glaube schon, oder? Den kann man nur mögen, der ist cool. Sehr cooler Dungeon, ich mag ihn. Beim nächsten Mal seht ihr dann, wie es hier weitergeht und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein!